Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich sitze im Auto und stehe gerade auf dem McDonald's Parkplatz. Ja, sehr, sehr selten, dass ich zu McDonald's fahre, aber ich bin gerade auf dem Weg zu Ikea. Da möchte ich nämlich mal nach was schauen und eventuell, wenn es mir gefällt und ich Corby Fotos schicke und es ihm auch gefällt, es dann auch schon mitnehmen. Zeige ich euch aber gleich. Ich glaube, es ist ein Fleck auf der Linse drauf. Ich hoffe, man sieht den jetzt nicht. Seid mir nicht böse, ich muss meine Sonnenbrille anziehen. Das ist super unhöflich, aber ich sehe sonst nichts. Ich habe noch nichts gegessen heute. Wir haben 21:45 Uhr. Super komische Zeit, um zu McDonald's zu fahren. Aber ich hatte mega Heißhunger auf diesen Filet-O-Fisch. Und ja, die Dame hat mir gesagt, es gibt momentan nur Frühstück. Jetzt bin ich voll traurig, aber naja. Ich habe eine große Flasche Wasser dabei. Dann werde ich, denke ich, nach Ikea, okay, da kommt ein Auto, nach Ikea einfach mir bei McDonald's was holen. Und ja, ich werde schon nicht verhungern in der Zwischenzeit. Genau, und jetzt fahre ich aber erstmal los. Leute von heute, ich kann nicht mehr. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt die Klimaanlage vom Auto hört. Es geht nicht anders. Ich bin am Schwitzen. Meine kompletten Haare sehen aus, als wenn sie fettig waren. Ich einfach an der Kopfhaut gefühlt am Schwitzen bin. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt aus dem Ikea raus. Ihr seht schon hinter mir, voll gepackt, ja. Ich habe einen dicken, dicken Fehler gemacht. Ich bin mit meinem Auto gefahren und nicht mit Kobis. Beziehungsweise beide Autos sind hier uns, aber ich bin nicht mit dem Seat gefahren, sondern mit dem Peugeot Cabrio. Und ja, ich hatte das Auto ein wenig größer eingeschätzt, als ich dachte. Also erstmal ganz von vorne. Ich habe im Ikea nicht gevloggt, weil alles mega stressig war. Ich musste zwei Einkaufswagen schieben hin und her. Es stand auch bis gerade eben noch nicht fest, ob wir das kaufen. Aber ja, wie man sieht, ich habe es gekauft. Und zwar was? Sekunde, ich muss kurz meine Lippen. So. Und zwar wollte ich, beziehungsweise wollten wir, Gartenmöbel neu gekauft. Und zwar für unten. Wir saßen gestern auf der Terrasse und wir haben ja diese zwei Stühle mit dem Tisch. Und Leute, ich sag's euch, es ist super unbequem. Auf diese kleine Terrasse irgendwas Schönes, Gemütliches zu machen, ist echt verdammt schwer gewesen. Aber wir haben jetzt gedacht, okay, komm, wir nehmen jetzt ein bisschen was Geld in die Hand und machen es uns da schön, weil wir wollen jetzt einfach im Sommer draußen sitzen. Wenn jetzt ein Störgeräusch kommt, das ist der Regen. Da komme ich gleich auch noch zu. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auf jeden Fall bei Ikea gewesen und habe Gartenmöbel geholt. Zeige ich euch nachher zu Hause. Ich denke, wir bauen das nachher auch auf, obwohl heute soll es gewittern. Mal schauen. Ein Eckding und noch ein anderes Ding, was da dran kommt mit Polstern. Es sieht super, super schön aus. Ja, wie gesagt, ich habe nicht bedacht, dass mein Auto so klein ist. Ich komme auf jeden Fall hier am Auto an und lade alles ein, beziehungsweise tue die ganzen Sachen vors Auto räumen, mache den Kofferraum auf und denke mir nur so, shit, du hast ja ein Cabriolet. Das heißt, die Sitze hinten kannst du nicht umklappen. Super. Ich so, egal, passt trotzdem. Ich tue einfach vieles hinten auf die Rücksitzbank. Ich hatte drei Pakete, ein kleines, ein mittleres und das größte. Das größte dachte ich so, okay, das wird das Schwierigste, das packen wir als erstes mal in den Kofferraum rein. Leute, erstmal, das hat gefühlt 500 Kilo gewogen, ja. Ich mit meinen Armen hier, bis ich das mal auf die Reihe bekommen habe. Es hat so ein Stück gefehlt. So ein Stück. Es hat einfach nicht reingepasst. Dazu muss ich noch sagen, ihr hört es, es fängt an zu regnen. Ich bin aus dem Ikea rausgekommen. Auf einmal alle Leute verfallen in Panik, laufen, springen in ihre Autos. Und ich so, hä, was ist denn los? Auf einmal fängt es mega an zu stürmen. Der Himmel war schon komplett schwarz. Ich wusste, okay, in 10 Minuten fängt es mega an zu stürmen und so ein Kram. Ja, und wie gesagt, das Paket hat nicht reingepasst. Ich erstmal Panik, Panik, Panik. Gleich fängt es an zu regnen. Was mache ich? Egal, packe ich auf die Rücksitzbank. Großes Paket erstmal beiseite gestellt. Habe ich die ganzen anderen Sachen da reingetan. Okay, hat funktioniert. Ich muss mal gerade hier losfahren. Mein Motor, der wird irgendwie, wenn der so lange steht, ich stehe jetzt hier schon ein paar Minuten. Ich muss mal einmal losfahren. Wo ist denn jetzt mein Gurt hier? Ja, auf jeden Fall dachte ich mir dann, ja super. Ja super, jetzt fängt es mega an zu regnen und ich stehe hier, kriege das Paket nicht rein. Egal, habe erstmal die ganzen anderen Sachen, die ja reingepasst haben, in den Kofferraum gepackt. Alles tutti paletti. Dann stand ich hier nur noch mit diesem riesen Paket. Der Himmel ist immer schwärzer geworden. Ich so, okay, habe diesen Sitz hier komplett nach vorne geschoben, nach vorne geklappt, in der Hoffnung, dass ich es da auf die Rücksitzbank geschoben bekomme. So ein Stück war dieses Paket wieder zu groß. Ich habe es nicht reinbekommen. Ich so, okay, 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 was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Es fängt an zu, auf einmal hat es angefangen zu tröpfeln. Ich voll in Panik. Das heißt, ich habe den ganzen Kofferraum wieder ausgeräumt, damit ich diese Schiebeanlage ausziehen konnte, weil sonst geht mein Cabriolet nicht auf. Ich ins Auto, Motor angemacht, Cabrio aufgemacht. Dann habe ich zwei Jungs, die neben mir standen, die auch am Einräumen waren, gefragt, ob die mir dieses Riesenpaket
hinten reinschieben können. Dann haben die es mir reingehoben, in der Hoffnung, dass ich das Dach wieder zubekomme. Ja? Ich also dann quasi Dach wieder zugemacht. Es ist gerade so, also wirklich, es hängt quasi am Dach dran jetzt. Es hat wirklich Millimeter genau gepasst. Ich dann wieder ausgestiegen, die ganzen Sachen, die ja wieder draußen waren, in den Kofferraum rein. Hey, Leute, ohne Witz, ich bin froh. Also es wäre ja kein Problem gewesen, wenn die Sonne geschienen hätte, hätte ich mit dem Cabrio nach Hause fahren können. Ist ja gar kein Ding. Aber das Dach musste halt einfach wieder zugehen. Und ja, jetzt bin ich mega außer Atem. Ich glaube, ich habe viel zu lange mit euch geredet. Ich muss jetzt erstmal zu McDonald's fahren, mir meinen Fisch mehr holen und dann reden wir weiter. Hallo, ich hätte gerne einmal einen Gutschein. Den mit den zwei Filet-O-Fisch, die 184. Außerdem? Gar nichts, danke schön. Bleibe 99. Ja. Ja, danke schön. Tschüss. Ein Eiswagen. Sowas habe ich ja seit 50 Jahren nicht mehr gesehen. Hui, wie toll. Egal, ich habe einen Fischmeck. Ich bin wieder zu Hause und ihr glaubt's mir nicht, aber ich war schon lange nicht mehr so kaputt wie gerade. Oh mein Gott. Danach war es nicht mehr so entspannt. Ich bin nach Hause gefahren. Die ganzen Sachen habe ich ja beim Auto gelassen, weil da brauche ich nachher Hilfe von Kobe definitiv. Das schaffe ich nicht alleine. Ich bin danach aber shoppen gegangen. Aber nicht, weil ich Bock drauf hatte, sondern weil ich neue Klamotten brauchte, weil wir ja jetzt das Wochenende über nach Holland fahren und das shooten wir auch. Und da habe ich ein paar neue Klamotten gebraucht, einfach für Bilder. Da seht ihr meine Ausbeute. Das ist aber nicht alles für mich. Ich glaube, ich habe die Hälfte für mich gekauft und die andere Hälfte für den Kobe. Für ihn habe ich ganz viele coole Sachen gefunden. Können wir euch nachher aber auch mal kurz zeigen. Ich wollte auch ein Haul dazu drehen. Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt mit 3% zu Hause angekommen. Hänge direkt am Ladekabel. Und ja, war zwischendrin oder beziehungsweise jetzt zum Schluss das noch kurz einkaufen. Und von unserer Wohnung kann man zu Fuß aus zum Rewe, Edeka, Aldi, also eigentlich überall hingehen. Und ich bin zum Rewe gegangen. Und auf dem halben Weg, ja, ich hatte meine schwere Tasche, Handtasche dabei, die schweren Taschen von H&M und New Yorker. Und ich ging dann da quasi so, bin schon halb zu Rewe gegangen und dachte mir so, ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen vorgenommen, hier bei uns im Dorf gibt es so einen Gemüse- und Obsthändler. Da wollte ich mal hingehen, bin also wieder zurückgelaufen, da angekommen, gehe ich in den Laden rein und dachte, ich werde nicht mehr. Überall hat es gestunken, das sah aus, als ob es irgendwo schimmelig wäre, ich weiß auch nicht, das war super eklig. Gemüse- und Obsthändler, das war alles voller Dosen. Eine einzige Wassermelone und ich glaube ein paar Tomaten lagen da rum. Gemüse- und Obsthändler war das für mich nicht. Aber gut, ich auf jeden Fall mit meinen schweren Taschen wieder zurück zum Rewe, auf dem Weg kurz zu Hause angehalten, die schweren Taschen abgeladen, damit ich dann ohne alles zu Fuß zu Rewe gehen könnte. Und ja, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Hab Durst. Ich trinke jetzt erstmal was. Und ruhe mich kurz 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde kurz aus. Dann wird noch mal ein bisschen was hier aufgeräumt und dann ist Kobi auch gleich schon da. So, Leute. Wir haben einige Zeit später. Ich bin einfach voll eingeratzt auf der Couch. Es hat zwischendrin gewittert und gestürmt. Ich habe einfach alles verschlafen so. Und Schatz zieht jetzt aus dem Büro zu Hause und probiert gerade einen Jeans an, die ich hier mitgebracht habe. Zu eng. Willst du mal ein T-Shirt anprobieren, damit man gucken kann, ob das passt? Ja, das kann ich machen. Ich habe nämlich einige T-Shirts mitgebracht, hier. Einmal, das ist mein Lieblings-T-Shirt, das finde ich mega cool. Die Farbe alleine finde ich richtig schön und dann hat das hinten so einen Rückenprint. Das ziehe ich aber, das haben wir. Ja, die Farbe finde ich richtig toll. Und dann hier noch so ein, ja, bitte? Hier noch so ein weißes, wo so ein bisschen Paradise-mäßig ist. Hier so ein Blumending. Und hier so ein bisschen, dachte ich nämlich, wird mega süß aussehen, wenn ich mein Kleid dazu anziehe, dieses Batik-Kleid, Schatz von mir. Ja. Und dann hast du das an. Dachte ich, finde ich, glaube ich, voll süß. Das ist jetzt nicht so XXL, wie ich es erwartet hätte, aber es passt. Ja, aber das sieht wenigstens mal aus, als wäre es ein T-Shirt, was dir nicht 10 Nummern zu groß ist. Das finde ich, sieht sehr gut aus. Ja? Ja. Ja. Finde ich sehr gut. Stell dich nochmal hin. Ja klar, wenn das jetzt so eingedrückt ist, sieht man, dass da eine kleine Speckrolle ist. Ne? Mein Gott, aber es sieht aus, als wäre es dir passend. So. Okay. Finde ich gut. So, my friends, ich melde mich dann jetzt auch mal das erste Mal. Ich komme gerade aus dem Büro und
Ja, ach ja, ihr habt mich ja eben schon kurz gesehen, als ich die Sachen anprobiert habe. Stimmt, ganz vergesslich. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, den Luca abholen, weil wir gemeinsam gleich zum Baumarkt fahren werden und noch ein bisschen was erledigen. Und dann geht's ja weiter mit der Dachterrasse und wir können endlich handwerklich aktiv werden. Ich weiß ja nicht, wie viel Mond schon erzählt hat, aber wird auf jeden Fall cool, ne? Aber jetzt erstmal Luca abholen. So, Luca abgeholt. Was geht? Peace, 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 peace. Und wir sind jetzt bei Obi. Was wir hier machen, erzähle ich euch gleich. So, also, warum sind wir im Baumarkt? Ich brauche ein paar Sachen. Und zwar, wir machen jetzt die Dachterrasse neu. Ich brauche eine Bürste, um die Steine zu reinigen. Ich brauche gleich noch einen Besen für das Holz, weil das kannst du hier nicht behandeln, dann geht das Holz kaputt. Und Silikon brauchen wir. Die alte Dame, die bei uns mit dem Haus wohnt, die hat mich gebeten, ob ich ihr so einen Blumenkübel wieder zusammen siliconieren kann. Oder wie das heißt. Dann habe ich gesagt, ja klar. Dann habe ich es 2 Wochen lang vergessen und jetzt habe ich dran gedacht. Und wir suchen nach einer Plane, die ich machen kann, die ich spannen kann, damit es halt nicht reinregnet, damit wir da auch im Trockenen sitzen können. Das machen wir und suchen jetzt alles zusammen und dann fahren wir eigentlich auch schon wieder nach Hause, oder? Stark. Diese Effekte. Diese Effekte, Digga. Ja, wir sind aus dem Obi raus und ja, da soll sich noch mal einer wundern, warum Läden wie Amazon und sowas selbst Ketten wie Obi den Lauf wegrennen, oder wie das heißt. Den Markt wegnehmen, weil es kann einfach nicht sein, du gehst in den Baumarkt und ich sag, ich hätte gerne einen Besen. Einen Besen. Und sagen die, ja, haben wir. Da vorne. Ich gehe da hin und dann haben die tatsächlich nur einen Besen. Keine verschiedenen Größen, keine verschiedenen Modelle. Einen Besen. Und einen für Kinder. Danke. Der war gefühlt so groß. So, und dann, wenn ich bei Amazon eingebe Besen, da habe ich 1000 Stück. Warum sollte ich dann zu Obi fahren? Hä? Also ich bin ja, deswegen bin ich ja auch hier hingefahren, weil ich gesagt habe, hey, guck mal, ich suche das und das und das und das. Ich will zu Obi, ich will die unterstützen in dem Sinne. Ne? Ist halt auch ein Riesenkonzern, aber ihr wisst, was ich meine so. Ja, toll. Jetzt kann ich doch wieder bei Amazon bestellen. Wir haben 2 Sachen bekommen. Aber eine Sache, die ich auch hauptsächlich wollte, das war halt so eine Plane für die Dachterrasse. Haben wir nicht bekommen, haben die nicht mal ansatzweise. Ich habe das bei Amazon eingegeben, 31 Euro, perfekt, zack. In 3 Tagen habe ich es. Warum soll ich mir da nur noch den Stress machen, hier hinzufahren? Ey? Naja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hause. Mone wartet wahrscheinlich schon, die macht gerade Gulasch. Lecker. Und dann fangen wir auch gleich nach dem Essen dann an, die Terrasse umzubauen. Und da seid ihr natürlich mit dabei, ne? Selbstverständlich. So, wir sind zu Hause angekommen und jetzt gehen die Umbauarbeiten los, ne Schatzi? Keine Ahnung, was sie da gerade tut, aber ich bin auf jeden Fall schon dabei auszuräumen, weil die Dachterrasse muss natürlich erstmal leer werden, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen können. Dazu gehört auch der Grill und sowas alles, die Stühle kommen weg, das wird alles sauber gemacht mal hier und hier. Ich habe dafür extra so eine Bürste gekauft, werde da jetzt mit heißem Wasser und ein bisschen Lösungsmittel arbeiten. Ja, und dann das Ganze auch da, hier das Moos. Werde ich auch mal davon entfernen. Guck mal, da hat Mona irgendwas angesprüht. Das Moos werde ich da entfernen und so. Und dann machen wir also erstmal alles sauber, ne? So, also einiges am Schwitzen. Oh, Donner, Donner. Später und full ist es ja auch. Überall steht Kram rum, aber wir haben es einigermaßen geschafft. Die Terrasse ist einigermaßen sauber. Ich zeige euch das mal. So sieht die Terrasse jetzt aus. Hier haben wir alles schön sauber gemacht. Da stand ja überall Mist rum. Alles schön sauber. Klar, es ist nicht porentief, wie man sieht, aber das ist halt so eingebrannt. Das geht nicht mehr weg. Und da ist auch alles total sauber. Viel sauberer als vorher. Klar, da in der Ecke ist immer noch was, aber sowas, das geht halt nicht mehr weg, da können wir halt nichts machen. Aber ja, Mone will da einfach drüber streichen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das überhaupt machbar ist. Ich würde es einfach mal probieren ansonsten. Jetzt gerade fängt es halt mies an zu gewittern. Wir wollen jetzt halt das Zeug noch aufbauen. Und wir hoffen, dass das noch klappt, ne? Motivation, hey! Stark. Dann lass erst was essen. Nein. Warum? Okay, machen wir. Nö? Stabil. Oh, wofür ist das? Man weiß es nicht, aber das sieht doch schon mal gut aus. Schön vorsichtig, ne? Ja.
Aha, das ist das große Eckteil. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es aufgebaut ist. Und ich würde sagen, was ist das? Kaputt irgendwo. Echt jetzt? Ja. Kann aber auch irgendwo vom Rand sein, dass es nicht auffällt. Müssen wir mal gucken, wenn es zusammengebaut ist. Super! Tolle Kanone. Okay, wir schauen uns das mal an, wenn es aufgebaut ist, würde ich sagen. Ja. Tada! Fertig ist das erste Teil. 2 Stunden später. Was? Nein, nicht mal 20 Minuten? Nee, es war jetzt schon doch ein bisschen komplizierter, als wir dachten, aber so sieht das Ganze jetzt aus. Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre mehr mit Stecken und ja, aber es ist viel Schrauberei. Aber es ist alles Schrauben. Also es ist natürlich gut, weil es ist auch stabil, ne? Aber... Ja, sieht aber sehr cool aus. Ja, das ist auf jeden Fall das Eckding. Und ja, jetzt machen wir aber noch den Rest, den Tisch und das zweite Teil, was da quasi dran kommt. Und dann stellen wir es hin und zeigen es euch. So, während die Männer die Fleißarbeit machen, begebe ich mich hier dran. Ich habe 4 Kissen bei IKEA gekauft und solche Bezüge. 2-mal in rosa und 2-mal in grau. Und die werde ich jetzt beziehen. Und dann habe ich hier noch, die sind von Teddy, solche Kugellichterketten. Lichterketten, LED, ja, irgendwie so. Genau, und Batterien. Und davon habe ich auch 2 Stück geholt. Für draußen quasi ums Geländer drum. Ja, ein bisschen Lichterketten machen es immer gemütlich und hier drum kümmere ich mich jetzt. So, Ladies and Gentlemen, es ist, keine Ahnung, wie viel Uhr haben wir inzwischen? 11:30. 11:30 oder so und wir sind echt kaputt. Ich kann vor allen Dingen gar nicht mehr Mono auf, weil ich voll den anstrengenden Tag hatte, aber ich jetzt die ganze Zeit Schrauben und so ein Kram. Aber, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in unserer neuen Dachterrasse. Tada! Aber ist noch nicht fertig. Wie eh und je. Hier ein bisschen Licht, so. Ist noch nicht ganz fertig, da kommt noch Deko hin, hier kommt auch noch ein kleines Regal hin und sowas. Aber hier ist erstmal der Tisch, hier kann man schön die Füße drauf ablegen und dann einfach den Abend genießen. Voll geil, oder? Ist voll gut geworden. Schreibt gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare. Hast du gut gekauft? Ja, hast du gut gekauft, auf jeden Fall, check. Wir haben gerade schon gesagt, also hier kommt auf jeden Fall so eine Pflanze oder sowas hin. Ja. Aber voll cool wäre es auch, wenn es so ein Ding jetzt nochmal in dreieckig geben würde. Für da rein, aber gibt es leider nicht. Weil von der Breite her wäre das genau nochmal der Platz für eine so eine Seite. Ja. Und es müsste halt dann so ein Dreieck sein oder so ein, keine Ahnung, wie man das nennt, aber triangulares. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden, hast du gut gekauft, wir haben gut zusammengebaut. Ja. Das hast du auch richtig cool hinbekommen, also es ist auf jeden Fall dekorativ, mir ist schon nicht fertig. Aber sieht schon schön aus. Aber auf jeden Fall sieht es schon mal sehr gut aus, ja. Ich würde sagen, da der Vlog wahrscheinlich eh schon lang genug ist, sagen wir jetzt einfach tschö, schreibt gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Was sagt ihr, was kann man hier noch hinmachen, was könnte man besser machen? Haben wir es gut gemacht, haben wir es schlecht gemacht? Gerne dazu mehr. Haben wir. Nochmal check. Und dann würde ich sagen, gebt gerne Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Echt? Ja, lass sie da krabbeln. So, und dann sehen wir uns bis zum im nächsten Vlog, ne? Bis dann. Ja. Tschüss.